Marcel Proust lebte und arbeitete in Paris. In seiner verdunkelten, mit Korkplatten gegen die Geräusche abgedichteten Einsiedelei am Boulevard Haussmann. Er arbeitete nachts. Aber auch sonst lag er, aufgrund seiner schlechten Gesundheit, die meiste Zeit im Bett. Jeden Morgen brachte ihm Celeste, seine Haushälterin, eine Kanne mit starkem Kaffee, heiße Milch und ein Croissant. Prousts wichtigste Arbeitsutensilien waren seine tausenden Zettel, Notizen und Fragmente, die er im Laufe der Jahre skizzierte. Fotografien, Tagebücher und seine Schreibhefte. Aber am wichtigsten waren seine Erinnerungen, die die Grundlage seiner literarischen Arbeit bildeten. Seine feinfühligen Beobachtungen analysierten die kleinsten Details menschlicher Regung und waren imstande, den flüchtigen Duft einer Weißdornblüte zu beschreiben. Unaufhörlich arbeitete er an seinem Werk. Wildes Redigieren und das Bekritzeln der Seitenränder gehörte dabei genauso zum kreativen Prozess wie das Zerschneiden, Bekleben und Neuarrangieren der etlichen Manuskripte. Seit der Kindheit litt Proust an schwerem Asthma, das er durch das Räuchern von Legraspulver und Asthma-Zigaretten zu lindern suchte. Er schrieb bis zur völligen Erschöpfung, so lange, bis ihm die Augen brannten. Gegen die Müdigkeit schluckte er Koffeintabletten. Und tagsüber, nach einer schreibsamen Nacht, nahm er Beruhigungsmittel, um schlafen zu können. Ab 1908 widmete Proust sein ganzes Dasein dem Schreiben seines Monumentalwerkes, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. 2 Jahre vor seinem Tod, 1922, zog Proust sich gänzlich aus der Gesellschaft zurück und arbeitete unaufhörlich. In seiner verdunkelten, mit Korkplatten gegen die Geräusche abgedichteten Einsiedelei am Boulevard Haussmann in Paris.